So, einen schönen guten Abend alle zusammen. Guten Abend nochmal alle zusammen. Ich heiße Sie herzlich zur letzten Sitzung des Konvents der 33 herzlich willkommen. Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigt Magdalena Amhoff, Jana Maria Andreis, Lun Margaret, Beatrix Meierhofer, Joachim Reinalter, Olfa Sassi, Toni Cenet und zuletzt jetzt noch die Entschuldigung von Maurizio Vezzali. Ein paar Informationen. Beim Enddokument fehlt noch das Vorwort. Das wird dann jetzt im Laufe der nächsten Wochen geschrieben werden und wird dann zum Schlussdokument eben voran oder dem Schlussdokument vorangestellt. Das Schlussdokument und die Minderheitenberichte werden dann übersetzt, Deutsch, Italienisch, Ladinisch. Ja, ich denke wohl, oder Ladinisch nicht. Ja. Das macht die Edith. Edith, sind Sie einverstanden, dass Edith dann die Übersetzung machen wird? Oder Edith und Christoph Peratona werden dann die Übersetzungen machen. Ich glaube, das ist eine schöne Sommerbeschäftigung, oder? Gut. Heute haben wir die 27. und letzte Sitzung dieses Konvents der 33. Ich beginne diese Sitzung mit einem großen Dankeschön. Ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch für euer Dabeisein, aber das Dabeisein wäre zu wenig. Ich danke jedem Einzelnen für seine aktive und konstruktive Beteiligung an diesem interessanten Prozess, den wir jetzt seit April letzten Jahres eben gemacht haben. Ich möchte diesem Dankeschön jetzt unseren zwei Juristinnen und dem Juristen danken, denn ich möchte jetzt nicht wissen, wie viele Stunden sie zusammengesessen sind und dieses Schlussdokument erarbeitet haben. Aufgrund der vielen Wortprotokolle auch hier noch einmal vielen Dank. Dann dem Team der EURAG, Frau Elisabeth Alba, Frau Verena Ohnewein und Marc Rückler, danke auch euch für die gute Begleitung, wobei eure Arbeit ist noch nicht zu Ende. Also da müsst ihr wissen, das eine oder andere wird sicher noch auf euch zukommen. Dann bitte einen Blick nach hinten. Einmal unseren tüchtigen Übersetzerinnen. Herzlichen Dank auch euch. Und
den Männern der Technik, auch euch herzlichen Dank für eure technische Unterstützung. Zu guter Letzt von uns dreien ein herzliches Dankeschön, Frau Helene Zublasing. Sie haben mit uns einiges mitgemacht, aber ich denke, wir haben dieses Jahr und einige Monate gut zusammengearbeitet. Wir sind ohne blaue Flecken bis heute gekommen und ich denke, Frau Zublasing hat uns eben bei den vielen Vorbereitungssitzungen auch immer wieder zur Seite gestanden und die vielen Mails, die vielen Telefonate, die im Sekretariat des Autonomiekonvents eingegangen sind, es war sehr, sehr viel. Ich spreche jetzt noch einen persönlichen Dank. Und noch einen persönlichen Dank spreche ich Hubert Beintner aus. Er ist mir auch immer wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und auch dir, Hubert, herzlichen Dank. So. Etwas möchte ich nicht vergessen. Die Reisespesen, es haben nur sehr wenige bisher das Ansuchen um Abrechnung der Reisespesen gemacht. Bitte hinten bei Frau Zublasing diese Zettel, diese Formulare abzuholen, dass Sie dann mindestens das bitte dann abrechnen. Was wir als Präsidium jetzt dann noch machen werden in der nächsten Woche, wir werden dann ein Schreiben an das Landtagspräsidium richten, wo wir eben berichten, dass wir die Arbeiten des Konvents abgeschlossen sind und dass es eben der Wunsch des Konvents der 33 ist, dass wir dann entsprechend auch dem Landtag in einer Sondersitzung auch entsprechend Bericht erstatten. In vielerlei Hinsicht haben wir neues Terrain beschritten. Wir waren Pioniere mit dem Mut, auch Fehler zu machen. Aber mit dem gemeinsamen Willen, die Autonomie unseres Landes durch diesen Prozess, durch die Partizipation, durch die Information, durch die öffentliche Diskussion, aber auch durch unsere Ergebnisse zu stärken. Ich gestehe, dass bestimmte Prozedurfragen, speziell das Konsensprinzip, und ich denke, wenn wir heute noch einmal neu beginnen müssten, dass wir sicher einige Tipps hätten, wie vielleicht das Gesetz ein bisschen anders geschrieben werden sollte, aber das haben wir ja alles hinter uns, also die kleinen Kinderkrankheiten, die da waren, die haben wir ja alle gut gemeistert. Es war ein langer und intensiver Weg, eine intensive Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, zusammengelacht haben, wie gerade vorher, und gemeinsam auch unsere Auseinandersetzungen hatten. Ich will aber klar aufzeigen, dass es ab und zu intensive Auseinandersetzungen waren, dass diese aber immer professionell und was mir wichtig ist aufzuzeigen, uns wichtig ist aufzuzeigen, im gegenseitigen Respekt abgewickelt wurden. Ich möchte Ihnen allen auch dafür danken, dass Sie den Mut hatten, jene Themen anzusprechen, die in der Politik auch als heiße Eisen bezeichnet werden. Ich weiß, dass es sehr schwere Themen sind und viele sich damit nicht leicht getan haben.
Es wäre zu leicht gewesen, bestimmte Themen einfach nicht anzusprechen. Und ich glaube, dieser Mut soll auch noch einmal unterstrichen werden. Dass wir auch den Mut hatten, Themen anzusprechen und in Diskussion zu setzen. Und das Besondere auch dieses langen Prozesses war, dass jeder von uns dazugewonnen hat. Dass er dazugewonnen hat, indem er dem anderen zugehört hat. Dem anderen auch in seiner anderen Position zugehört hat, darüber reflektiert hat und in der Diskussion, im Gespräch, denke ich, und das Schlussdokument zeigt es, ist sehr, sehr viel Wertvolles entstanden. Wenn ich gerade die Themen zum Beispiel das Spannungsverhältnis Christentum und Laizismus, das Thema Religion, das Thema Selbstbestimmung. Aber es war wichtig, trotz allem, dass es natürlich gewisse Bruchlinien gab und gewisse Dinge oder Themen nicht von allen, was verständlich ist, mitgetragen werden konnten, aber es war wichtig, dass wir sie hier in dieser Runde auch diskutiert und besprochen haben. In den letzten ein, zwei Wochen, muss ich eingestehen, habe ich sehnsüchtig auf die vorletzte Sitzung, 16. und besonders heute auf den 30. Juni gewartet, dass wir auch zum Abschluss kommen können. Und heute früh bin ich schon um 2 Uhr früh aufgewacht und da war auf einmal Konvent und das, was wir auch intensiv diskutiert haben, das ist mir heute in der Nacht noch durch den Kopf gegangen und ich habe gesagt, spätestens heute um 9 Uhr abends haben wir bringen wir einen wertvollen Prozess für unser Land, für die Weiterentwicklung unserer Autonomie zu einem Endpunkt. Der Endpunkt wird dann sein, wenn wir entsprechend das Papier und die Minderheitenberichte dem Landtag präsentieren werden. Ich hatte als Präsident das Ziel, dass wir ein Dokument schaffen, das einen Fortschritt und eine Weiterentwicklung der Autonomie unseres Landes darstellt, sprachgruppenübergreifend in einem gemeinsamen Dokument. Und was mir wichtig ist, dass im Grunde in diesem Schlussdokument viel Gemeinsames im Vordergrund steht, viel Gemeinsames vor dem Trennenden. Das ist mir noch einmal wichtig hervorzuheben und zu unterstreichen. Die Diskussion um die Präambel hat in meinen Augen die konstruktive Arbeit der vielen Monate, ja, es war natürlich die Präambel ein gefüllt mit doch politischen Inhalten. Aber ich möchte allen bescheinigen, dass die Diskussion im Konvent zur Präambel trotz verschiedener Sichtweisen eine konstruktive war. Was ich schon bereits das letzte Mal aufgezeigt habe, was leider der Fall gewesen ist, dass gewisse Medien
versucht haben, das Trennende in den Vordergrund zu stellen. Es wurden oft Dinge hineininterpretiert, die so auch nicht gesagt wurden. Das hat in meinen Augen die gesamte Sache stark emotionalisiert und hat vieles Gemeinsame zeitweise vergessen lassen. Und wahrscheinlich hat auch das eine oder andere dazu geführt, Minderheitenberichte vielleicht noch ein bisschen anders zu schreiben. Ich kann aber berichten, zum Glück wird nächste Woche eine Zeitung einen Bericht über den Konvent der 33 schreiben, wo speziell das Geglückte, das Gelungene in den Vordergrund gestellt wird. Und das finde ich einfach schön und wichtig, dass auch ein Medium sich dies zur Aufgabe gemacht hat, das, was alles funktioniert hat, darzulegen. Der Konvent ist ein Hilfsorgan des Landtages. Mit dem Schlussdokument und den 4 Minderheitenberichten lese ich doch sehr viel Übereinstimmungen heraus. Das werden wir dann auch dem Landtag übergeben. Und das wird dann eine gute Grundlage für den Landtag sein, auf der Basis des Abschlussdokumentes und der Minderheitenberichte die Arbeit aufzunehmen zur Weiterentwicklung der Autonomie zum Wohle der Menschen dieses Landes. Ich bitte jetzt Frau Dr. Happacher um eine kurze Ausführung dessen, was jetzt bei diesem Enddokument im Vergleich zu dem vom 16. Dezember, Entschuldigung, Dezember. Juni. Heute hat jemand zum Scherz gesagt, sie möchten noch den Antrag stellen, dass der Konvent bis in Dezember verlängert wird. Ich habe dann im Sinne von uns allen dankend abgelehnt. Bitte, Esther Happacher. Danke, Herr Vorsitzender. Mir kommt nun die Aufgabe zu, Ihnen kurz vorzustellen, was gegenüber der Fassung vom 16. Juni geändert und eingefügt worden ist. Ich gehe entsprechend der Gliederung vor. Wir haben im Bereich der Präambel eingefügt, dass vorgeschlagen wurde, eine ausdrückliche Bezugnahme auf das Selbstbestimmungsrecht, und haben auch einen Textvorschlag dort eingefügt und darauf hingewiesen, dass einige Mitglieder nicht dieser Bezugnahme nicht zugestimmt haben, wie sich aus den Minderheitenberichten ergibt. Eine weitere Einfügung und Ergänzung, die sich aus der Diskussion des 16. Juni ergeben hat, betrifft die Rolle der Region. Hier haben wir eingefügt, dass als Konsens besteht, dass die Region in der heutigen Form überholt ist. Das ist sehr klar herausgekommen. Die nächste Ergänzung und Einfügung betrifft den Bereich des Minderheitenschutzes. Hier wurde eingefügt, dass sich einige Mitglieder des Konvents für eine mehrsprachige Schule ausgesprochen haben. Das wurde das letzte Mal moniert. Im Bereich der Ladiner haben wir insbesondere eingefügt, dass der Konvent Konsens dahingehend erzielt hat, eine gemeinsame Plattform für alle Mitglieder der Gemeinschaft der Dolomiten-Ladiner zu fördern und dass der Konvent auch ein besonderes Interesse an Maßnahmen für die 3 dolomiten-ladinischen Gemeinden Buchenstein, Versailles und Heiden gezeigt hat. Eine letzte Ergänzung und auch Einarbeitung und Überarbeitung war im Bereich der Finanz- und Steuerautonomie. Hier haben wir insbesondere
das wertvolle Dokument der Arbeitsgruppe, die Andi Wiedmann geleitet hat, eingearbeitet und damit die Formulierungen vom letzten Mal überarbeitet und ergänzt und ausgebaut. Danke. So, jetzt besteht noch die Möglichkeit, eben kurze Stellungnahmen zum Enddokument zu machen. Es wird, damit Sie wissen, wie es jetzt abläuft, jetzt eine, nennen wir es mal, kurze Schlussrunde eben mit Stellungnahmen zum Enddokument, und dann werden die Einbringer der Minderheitenberichte auch eine kurze Zeit zur Verfügung haben, um entsprechend etwas zu ihren Minderheitenberichten zu sagen. Luis Thurnwalder, bitte. Ja, ich möchte sagen, dass die Juristen das Problem Selbstbestimmung sehr recht funktioniert umschrieben haben, und das finde ich jetzt so in Ordnung. Auch was die Region anbelangt, bin ich der Meinung, dass mehr oder weniger das wiedergegeben worden ist, was hier gesagt worden ist, und auch was das Regierungskommissariat anbelangt. Und nur bei den Kompetenzen sind einige Dinge, die letztes Mal noch nicht diskutiert worden sind, weil wir uns mehr oder weniger mit dem Selbstbestimmungsrecht und mit einigen anderen institutionellen Organen befasst haben. Und deswegen möchte ich nur ersuchen, dass man 3-4 Punkte, die auf jeden Fall gesagt worden sind in der Diskussion, wenn nicht, kann es Ihnen schriftlich geben, nicht? Jedenfalls waren sie in meinem Dokument drinnen und die sind nicht wiedergegeben worden. Und deswegen möchte ich ersuchen, dass man vielleicht da und dort das hinzufügt. Würden Sie bitte das Mikrofon sprechen? Das ist gemeint. Ja, dass man das hinzufügt. Und ich möchte sie nur schnell aufzählen. Erstens einmal bin ich der Meinung, dass bei den Landesgesetzen die AKB nicht angewendet werden darf, aber auch das nationale Interesse. Das AKB ist angeführt, aber nationales Interesse nicht. Und wir wissen selber, wie viele Gesetze rückverwiesen worden sind vom Gerichtshof mit der Begründung, dass das nationale Interesse verletzt wird. Dann bei den Gerichten bin ich der Meinung, dass man vielleicht, wenn es möglich ist, dass man sagt, eigene Gerichte, selbstständige Berichte, halt Gerichte sollen in Bozen errichtet werden. Wenn es heißt unabhängig, dann heißt das nicht, dass sie irgendwie schon selber arbeiten können. Aber ich hätte halt lieber, wenn gesagt wird, eigene Gerichte, das heißt, dass in Trient und Bozen die gleichen Gerichte errichtet werden. Dann gilt bei der Landwirtschaft der Import von geschützten Tierarten, das heißt die sogenannten CITES-Bescheinigungen. Da ist bereits ein Abkommen zwischen Staat und dem Tierärztlichen Dienst des Landes, aber das soll in die Zuständigkeit des Landes übergehen und soll nicht irgendwie nur an einen Beamten des Landes delegieren. Da bin ich der Meinung, dass man hineinschreiben sollte, Schul- und Hochschulbauten, und dass man dazu gibt, Studentenheime im In- und Ausland. Sie wissen, dass wir wollen haben im Ausland, in Innsbruck und in Wien, uns beim Bau der Studentenheime beteiligen. Das ist abgelehnt worden, weil es geheißen hat, wir dürften im Ausland keine Strukturen errichten. Aber wenn wir schon die Europaregion Tirol haben, dann müsste das auch verankert sein, dass wir eventuell in Innsbruck auch gemeinsam mit dem Bundesland Tirol ein Studentenheim mitfinanzieren können, natürlich mit den entsprechenden Rechten und Pflichten. Dann noch zwei Dinge, und zwar das Recht der Mitsprache auf staatlicher Ebene in all jenen Bereichen, wo das Land Zuständigkeiten hat. Das heißt, die einzelnen Staaten werden oft aufgefordert, dass sie Gutachten zu EU-Maßnahmen abgeben müssen. Und jetzt ist es nicht gerechtfertigt, dass der Staat in den Bereichen, wo wir die Zuständigkeiten haben, dass er dort ein Gutachten für uns abgibt. In Österreich und in Deutschland ist es so, dass dort auch die einzelnen Länder, Bundesländer, herangezogen werden und dass sie auch ihre Meinung eben sagen können. Und das müsste hinein. Und als Letztes, und das möchte ich ersuchen, einen eigenen Absatz zu machen,
Es ist nichts gesagt worden über die Kontrollen und über die Verwendung der Strafgelder. Es ist heute so, dass in gleichen Bereichen konkurrierende Kontrollen vom Staat, nehmen wir nur von mir aus die Sanität her, da, oder Umwelt, da ist Noe, ist nass und sind die Landesämter. Das heißt, es kommt vor, dass zur gleichen Zeit zwei und drei verschiedene Körperschaften in einem Gastbetrieb auftreten, um die Kontrollen durchzuführen. Und das ist nicht richtig. Wenn wir schon die Zuständigkeit in diesen Bereichen haben, dann müssen wir auch die Kontrollen durchführen können. Und die Strafgelder, die sollten auch in die Landeskasse geben, weil wir ja zuständig sind auch für den Bau und für die Führung. Ich möchte nur ersuchen, dass man irgendwie hineingibt, dort wo es hinpasst, denn das ist sicher vergessen worden, denn wenn Sie wollen, nicht, ich kann Ihnen zeigen, dass ich das sogar schriftlich bei der ersten Sitzung abgegeben habe. Wir werden dann aufgrund der Protokolle eben entsprechende Ergänzungen machen. Sind sonst noch Wortmeldungen, bitte? Keine mehr? Ja, nein, Entschuldigung. Dass, wenn Andreas das Wortprotokolle gedeckt ist und niemand dagegen ist, glaube ich natürlich, wenn es redaktionell noch möglich ist, gibt es keine Punkte von dem, was Luis Thurmalder gesagt hat, was ich nicht teile, mit einer einzigen Ausnahme, dass ich es technisch für nicht richtig halte, das nationale Interesse anzuführen, weil in dem System, wie es im Papier die neue Klassifizierung als ausschließliche Kompetenz mit den einzigen Schranken Prinzipien der Verfassung oder Verfassung, EU-Recht, internationales Recht, das im Prinzip ausreichend klar geregelt wäre und eine weitere Aufzählung immer die Gefahr der Lücke mit sich bringt. Das ist meine technische Meinung dazu. Riccardo Dello Sbarba. Sì, grazie. Diciamo, io adesso non mi esprimo più su questo documento, che è un documento, diciamo così, della maggioranza, quindi se c'è la volontà di inserire le cose che ha voluto aggiungere il collega Durnwalder, per carità. Io faccio però rilevare una cosa, che noi avevamo detto, diciamo, che il 30 il documento doveva essere consolidato, no? E questo anche per un motivo, perché in base al documento poi uno fa le relazioni di minoranza, ovviamente, no? E invece se questo documento si muove continuamente, non è mai consolidato, allora poi bisogna correre dietro. Volevo dire, per esempio, ecco, io nelle modifiche che avete portato, diciamo, le consideravo prevedibili tutte, me le ero segnate l'altra volta. Ovviamente c'era la grossa incognita della parte sul federalismo fiscale, che non era stata così precisa come l'avreste interpretata, era un po' delegata a voi. Come sì, c'era una proposta da parte nostra che poi è stata integrata e rielaborata, prendendo in considerazione l'esito del però, gruppo, diciamo, di lavoro che non avevamo. Mentre tutte le altre modifiche, io riconosco cose che mi ero appuntato e che erano anche semplici, quindi erano abbastanza prevedibili, no? E quindi nel momento in cui ho scritto la relazione di minoranza le prevedevo, diciamo. Devo dichiarare che quella parte sul federalismo fiscale, io nella prima versione ero d'accordo, per cui noi non l'abbiamo trattata nella nostra relazione. In questa non lo so, non ho avuto tempo oggi di verificarla, verificherò, ma volevo che fosse a verbale che questa parte, diciamo, è cambiata in maniera, diciamo, tra virgolette, non prevedibile nel tempo in cui noi abbiamo scritto la relazione di minoranza, e quindi non riesco a esprimermi su questo. Weitere Wortmeldungen? Keine mehr. Dann kommen wir jetzt zum Punkt Stellungnahmen oder Präsentation der Minderheitenberichte. Ich möchte hier dazu sagen, wir haben Ihnen heute früh das Schreiben von Olfa Sassi weitergeleitet, die eben heute nicht dabei sein kann, wo sie eben Stellung bezieht und eben Stellung bezieht auch auf das Dokument von Laura Bolognoli und Riccardo Dello Sbarba. Wir werden es jetzt so machen, dass jede, die einen Minderheitenbericht gemacht hat, eben 5 Minuten Zeit bekommt,
sein Papier kurz vorzustellen. Ich würde vorschlagen, also wenn jemand noch irgendwelche, sagen wir mal, Darlegungen machen will, ist jetzt auch noch die Möglichkeit, bevor eben die Minderheitenberichte noch kurz präsentiert werden. Maria? Ich hätte nur eine Verständnisfrage. Werden die Vorschläge vom Landeshauptmann außer Dienst eingearbeitet? Also ich habe gesagt, das, was in den, ich sage mal, in den Dokumenten, in den Protokollen entsprechend da ist, wird eingearbeitet. Wird eingearbeitet. Gut. Danke. Gut, wenn keine Stellungnahmen mehr sind, dann gehen wir jetzt zu den Minderheitenberichten. Wer möchte anfangen? Roberto Bizzo? Sì, chiedo la parola anche perché, come annunciato prima, a un certo momento questa sera, per un problema personale, dovrò allontanarmi. Ma io non vorrei collocare questo intervento a cavallo dei due punti all'ordine del giorno, nel senso che non intendo presentare il documento che è a disposizione di tutti. Vorrei però fare un ragionamento, un breve ragionamento su uno dei temi che non ho affrontato nella mia relazione e che riguarda l'inserimento delle radici cristiane all'interno dello statuto, o perlomeno il riferimento alle radici cristiane. Io sono uno di quei sono una di quelle persone che ha iniziato ad occuparsi di politica da giovane, ahimè nel senso del giovane che è lontano, perché è animato da quello spirito che molto efficacemente aveva sintetizzato Benigno Zaccagnini, che diceva: io mi occupo di politica non in nome della mia fede, per difendere la mia fede contro le altre fedi, ma a causa della mia fede, che prevede il servizio in politica come una delle più alte forme di volontariato che si possano offrire alla propria comunità. E in base a questo principio, al principio e alla declinazione in politica dei principi della politica sociale della Chiesa e di tutte le encicliche che ad esse sono collegate, nessuno ha mai posto all'interno degli organi istituzionali la propria fede come una bandiera da difendere. E allora io vorrei dire una cosa, io lo dico da cattolico praticante: io ovviamente non ho nulla contro le radici cristiane, però non vorrei che rimanessero solo le radici e che ci dimenticassimo l'albero, perché quelle radici hanno generato alberi, foreste. E noi possiamo sicuramente inserire il riferimento alle radici cristiane, però se lo facciamo, il cristianesimo è una cosa severa per chi cristiano veramente è, ed impone, una volta che ci si dichiara cristiani, di seguire i principi fino in fondo. E allora io lo dico a tanti amici e tanti colleghi, non sono qui oggi, ma spesse volte discutiamo in consiglio provinciale di politica dell'accoglienza. La nostra politica dell'accoglienza è congruente ed è conseguente al dichiarato riferimento alle radici cristiane? La nostra politica in termini di lavoro, mi faccio riferimento all'intervento di Papa Francesco l'altro ieri alla CISL, al congresso della CISL, le nostre politiche sul lavoro sono congruenti e sono conformi alle radici cristiane e a quanto dice Papa Francesco? E allora dico attenzione, e lo dico in modo laico, il riferimento alle appartenenze religiose è un riferimento forte che va utilizzato con estrema cautela, ma una volta che lo si utilizza bisogna essere congruenti e conseguenti fino in fondo rispetto a quell'impegno solenne che si è preso. Solamente questo era quello che volevo aggiungere e null'altro. Grazie. Danke. Wer möchte als nächster
mi va bene come sì, volete. Prego Riccardo. No, molto brevemente, perché i documenti li avete, poi aggiungerà, comincio io e poi aggiunge Laura sulla seconda parte della relazione. Noi naturalmente, voi sapete, abbiamo più volte presentato delle proposte anche scritte, abbiamo presentato in tutto 7 documenti tra io e Laura Polognoli, e questa relazione non vi sarà suonata certamente nuova, perché diciamo la somma, la sintesi, la organizzazione organica di questi documenti che noi nel corso di questo anno e mezzo di lavori abbiamo presentato. Abbiamo anche tentato di, abbiamo seguito la scaletta, i titoli del documento finale, anche se per noi il dissenso col documento finale è anche nella scala delle priorità. Per noi non è così prioritario l'elenco delle competenze, è molto più prioritario il ragionamento sulla convivenza, eccetera, e quindi l'abbiamo messo per primo, però come titoli l'abbiamo seguito poi quelli lì, anche se l'ordine è un po' diverso. Nelle considerazioni generali abbiamo cercato di dare così, di mettere a verbale quello che a noi ci sembra che siano stati i limiti, naturalmente a posteriori, sia della legge, sia del lavoro che abbiamo fatto, sia del mancato coordinamento tra la Convenzione e la Consulta di Trento, coordinamento che era previsto da una mozione che noi abbiamo approvato in Consiglio Provinciale, che poi l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, scusate, e l'Ufficio di Presidenza non ha attuato. E questo a me secca particolarmente, perché l'avevo votato. Poi sul preambolo abbiamo descritto, diciamo, i punti di riferimento: De Gasperi, Gruber, l'integrazione europea, la cooperazione transfrontaliera, in più il tema della convenzione delle Alpi. Noi pensiamo, abbiamo cercato di fare un documento tra virgolette caldo, cioè che non fosse solo tecnica giuridica, ma diciamo desse anche dei valori, e per esempio la Convenzione delle Alpi ha ancora una serie di valori e di obiettivi dell'area alpina, no? E poi non a caso i temi dell'eguaglianza sociale ed economica, abbiamo anche cercato il tema di tutela dell'ambiente, come è in diverse costituzioni nuove il tema dei diritti della natura, e poi ovviamente la tutela delle minoranze, eccetera. Spieghiamo perché non ci sembra congruente il principio di autodeterminazione, non per una questione tattica, è meglio nasconderlo tra le righe, ma perché non crediamo che si possa applicare alla situazione del Sud Tirolo. E poi la questione della libertà religiosa, e quindi nessun riferimento di tipo religioso nello statuto di qualsiasi genere, non è che. Ecco, poi il terzo capitolo parla della tutela delle minoranze e della convivenza, e qui cerchiamo di dire che cosa è cambiato nei 45 anni che ci separano dal secondo statuto. È cambiata la società, è cambiato il quadro, è cambiato anche il concetto di minoranza in Europa, che deve secondo noi essere affiancato a, insieme alle tutele per la minoranza, anche la libertà di scelta per chi vuole fare altre scelte. E quindi il tema delle nuove minoranze, dell'integrazione delle persone migranti, che sono quasi 50.000, il tema della scuola con la libertà di sperimentazione linguistica e anche la possibilità di sperimentare forme di scuola plurilingue. Abbiamo ripreso una proposta del Forum Decento, ma che era anche la nostra, della libertà nel decidere quando fare la prima dichiarazione linguistica e quando farla senza penalizzazioni, la riduzione a un anno della clausola di residenza per votare, una forma flessibile di proporzionale, diciamo quindi regolare la flessibilità, perché ogni martedì la giunta, quasi ogni martedì la giunta provinciale fa delle eccezioni e flessibilizza la proporzionale, e secondo noi bisogna cercare un meccanismo possibile per renderla, per dare una certezza del diritto a questa flessibilizzazione. L'uso della lingua ladina fuori dalle aree ladine, dare la possibilità ai consigli provinciali e comunali di poter usare la lingua ladina se lo vogliono, mettendola nel regolamento interno dei consigli. Sull'organizzazione istituzionale, ovviamente il tema fondamentale era quello della regione,
noi abbiamo, proponiamo una legione leggera che però conservi potestà legislativa, conservi il Consiglio regionale, semmai riduca al minimo la giunta regionale e sia il luogo istituzionale dove le due province si coordinano, non vengono coordinate da un ente superiore della regione, ma su base volontaria le due province si coordinino, però emettendo, diciamo, atti di valore legislativo. Il tema poi dei cittadini e delle cittadine, della democrazia rappresentativa, partecipativa e della democrazia diretta, questo tema della democrazia rappresentativa poi si riprende anche dopo, cioè dare più peso al Consiglio provinciale e su alcuni atti, per esempio la modifica della parte finanziaria dello Statuto, al titolo sesto, oppure le norme di attuazione, prevedere un parere obbligatorio del Consiglio provinciale. Individuare le forme della democrazia partecipativa, l'istruttoria pubblica, il Bürgerrat, il bilancio partecipativo e poi la democrazia diretta. Questa parte sulla democrazia, e ho finito, e anche la questione della convivenza per noi si risolve in questa cosa, cioè che non solo sono cambiati lo scenario sociale eccetera, ma è cambiato anche il potere della provincia. Nel 72 il potere era sullo Stato, sulla Regione, è stato trasferito radicalmente sulla provincia e secondo noi questa acquisizione di poteri da parte della provincia dovrebbe portare da un lato a forme più aperte di convivenza, più moderne, più europee di convivenza, quindi fondate sulla libertà, fondate sul pieno sviluppo delle persone, eccetera, e quindi sui diritti anche individuali oltre a quelli collettivi di gruppo, eccetera. E dall'altro a forme più avanzate di democrazia, cioè quando questo potere va dallo Stato e la Regione, va alla provincia, bisognerebbe trovare dei modi per trasferire poi, che la provincia cedesse di nuovo una parte almeno di questo potere sia ai cittadini e alle cittadine che agli enti locali, i comuni innanzitutto, e sui comuni do la parola a Laura. Sì, sui comuni noi abbiamo fatto una relazione di minoranza perché il documento finale ci è parso nella sua proposta un po' timido. Abbiamo quindi voluto formulare una proposta più chiara e più esplicita, sottolineando con forza la necessità di valorizzare l'autogoverno locale, soprattutto in questo nostro contesto di ampie competenze provinciali e, aggiungo, di buone disponibilità finanziarie. E faccio degli esempi, quindi abbiamo proposto chiaramente con forza il principio non solo di adeguatezza tra le funzioni amministrative attribuite ai comuni e le rispettive risorse finanziarie, ma proprio di corrispondenza. Abbiamo proposto che ai comuni venga riconosciuto, accanto ad un ruolo amministrativo, un ruolo politico, proponendo di introdurre nello statuto il principio di partecipazione dei comuni alle scelte di programmazione provinciale che li riguardano, ad esempio per progetti di interesse provinciale particolarmente rilevanti. Abbiamo proposto con chiarezza che nello statuto il Consiglio dei Comuni sia non solo menzionato, ma sia disciplinato negli elementi essenziali. Nel documento finale non vedo una proposta che era stata fatta anche dai sindaci presenti in convenzione, cioè quella di prevedere che sulle decisioni provinciali esso possa avere un diritto di veto superabile con una maggioranza qualificata. Non c'è nel documento finale, per questo abbiamo fatto una relazione di minoranza, la proposta di riconoscere le particolari funzioni del comune capoluogo, sia sul piano della copertura finanziaria, sia per il diverso peso che secondo noi il comune capoluogo dovrebbe avere all'interno del Consiglio dei Comuni. Quanto allo sviluppo dell'autonomia legislativa, abbiamo ribadito il nostro dissenso sull'impianto delineato nel documento finale. E di senso che avevamo già esplicitato nella seduta del 24 marzo, e qui ricordo le parole di Riccardo che diceva ogni passo verso una maggiore autonomia, quindi verso un trasferimento di più poteri sulla provincia, che è auspicato, deve corrispondere all'interno della provincia alla democratizzazione dell'autonomia, alla creazione di contrappesi, di situazioni di controllo, cioè ad un sistema complesso di autonomia dentro l'autonomia, e deve corrispondere alla riduzione dei meccanismi di separazione fra i gruppi linguistici. In sintesi, la proposta che noi abbiamo fatto nella relazione di minoranza prende posizione sul documento finale
ribadendo che quella proposta, quell'impianto sull'ampliamento dell'autonomia legislativa non è concretamente realizzabile nel contesto generale istituzionale in cui la nostra autonomia opera e si colloca. E per noi anche questa forse è stata un'occasione persa per l'obiettivo che abbiamo in comune di consolidare e di ampliare la nostra autonomia legislativa. Quanto alle norme di attuazione, il documento finale attribuisce un ruolo, direi, di primissimo piano alle norme di attuazione, ma non ha preso in considerazione l'ipotesi di rendere più trasparente il loro iter di approvazione secondo la proposta da noi più volte avanzata e che ad esempio la Consulta di Trento ha seguito nel documento preliminare. Più volte noi abbiamo detto che l'interesse a preservare la natura pattizia di tali norme non viene meno e comunque non deve prevalere sulla richiesta di maggiore trasparenza e di un chiaro mandato democratico. Infine, quanto alla nomina dei giudici del TAR, abbiamo voluto riproporre nella relazione di minoranza questa questione che a noi c'è cara e che a nostro avviso non è stata superata dalla norma di attuazione varata quest'anno, che prevede quantomeno una procedura di selezione prima della nomina politica. Noi riteniamo infatti che almeno la metà dei giudici del TAR, abbiamo proposto, debbano essere scelti tramite un concorso pubblico locale. Ci pare che questo sia importante per un'autonomia matura e moderna, improntata a criteri di trasparenza e separazione dei poteri. Questo è in sintesi appunto sono le proposte che abbiamo presentato nella nostra relazione di minoranza a giustificazione della relazione stessa. Grazie. Danke. Professor Toniati, per cortesia. Grazie Presidente. Io nella relazione che immagino qualcuno avrà letto o almeno scorso, mi sono soffermato su alcuni punti. La premessa di metodo che ho voluto precisare riguarda quello che io continuo a considerare lo stravolgimento del metodo del consenso. A mio giudizio questo documento, e come voi sapete ne sono coautore convinto e responsabile, è altra cosa rispetto a quello che la legge istitutiva aveva previsto che venisse prodotto. In altre parole, nel documento finale doveva esserci solo la materia, ci sarebbe dovuto essere solo la materia sulla quale si è manifestato il consenso. E invece è stato, credo, corretto, anche se lesivo certamente della lettera della legge, incorporare la pluralità delle posizioni che sono state emesse e quindi testimoniare della ricchezza del dibattito, della varietà delle posizioni. Forse da questo punto di vista o la legge è stata poco attenta nel prescrivere il metodo del consenso, oppure noi siamo stati forse più realisti nell'andare oltre il metodo del consenso. Ecco, torno a dire, rimane il fatto che sull'autodeterminazione non c'era il consenso, la relazione di minoranza avrebbe dovuto farlo chi sostiene il principio di autodeterminazione, e invece la relazione di invece chi è contrario alla proposta di prevedere il diritto all'autodeterminazione si è trovato a dover fare la relazione di minoranza. Ecco, questa è la premessa sul metodo, questo è stato l'andamento, siamo tutti persone di buon senso, persone di mondo come si suol dire, e quindi accettiamo che la prassi abbia prevalso ragionevolmente sulla lettera della legge. Gli altri due punti sui quali ho sentito l'esigenza di manifestare il mio dissenso riguardano il richiamo alle radici cristiane, esattamente per i motivi per i quali invece il Presidente Bizzo ha detto che bisogna prendere molto sul serio. In altre parole, le radici fanno parte della testimonianza storica, sono un dato oggettivo, non mi spaventa. Quello che a me spaventa è l'albero, cioè la possibile applicazione delle radici cristiane in senso oppositivo rispetto a politiche pubbliche che a mio giudizio devono essere quanto mai laiche. E nel documento mi sono riferito espressamente alle politiche per la famiglia, che includono, diciamo, ampie fette di politiche sociali. Mi sono riferito
al finanziamento della ricerca scientifica, che non dovrebbe essere subordinato alla corrispondenza fra i progetti di ricerca scientifica e canoni religiosi confessionali. Non parlo di canoni etici, parlo di canoni religiosi professionali dettati da un apparato gerarchico. E il terzo settore al quale mi sono riferito è quello della famiglia ricerca scientifica, il terzo mi sfugge ma poco male, insomma sono comunque settori sui quali il legislatore in molti ordinamenti si è trovato allora, siccome conosciamo anche quanto spesso ci si avvalga del fattore confessionale per esprimere l'opposizione a determinate materie, temo che questo si possa riproporre anche nella legislazione di questa provincia autonoma. Per quanto riguarda il secondo tema, l'autodeterminazione, anche qui ho posto in primis una questione, se volete, procedurale, che è più rivolta alla Presidenza, e cioè, come è stato detto anche più di una volta nel corso dei dibattiti, almeno da quando io sono stato chiamato a partecipare ai lavori della Convenzione, è stato detto che la questione è irricevibile perché non conforme alle finalità istituzionali della Convenzione previste dalla legge istitutiva, che sono finalità di revisione dello Statuto, e cito anche alcuni passaggi della legge. Allora, evidentemente autodeterminazione non è revisione di uno Statuto di autonomia speciale, è qualche cosa di più. Sicché da questo punto di vista mi sono sentito in dovere di fare una relazione di minoranza, proprio perché questo tema, o la proposta di trattare questo tema, o meglio ancora la proposta di inserire questa proposta nel documento finale, è a mio giudizio irricevibile. Mi sono opposto poi anche per un altro motivo, perché a me sembra che questo richiamo sia inutile e addirittura dannoso rispetto alle prospettive di quella che io chiamo la logica negoziale. Può non piacere, ma rimane il fatto che la legge istitutiva prevede che questo documento finale venga inviato anche al Consiglio Provinciale di Trento. Presidente, mi sembra che lei, almeno nella traduzione, non lo abbia menzionato nella presentazione che ha fatto oggi, e venga presentato anche al Consiglio regionale. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questi lavori sono posti alla base di una, ripeto, logica negoziale che deve portare ad una intesa fra Trento e Bolzano, direi su base bilaterale, che poi deve essere registrata nel parere della Regione, e a quel punto comincia il bello, perché la logica negoziale si ripropone nei confronti delle istituzioni dello Stato italiano, in particolare del Parlamento, che deve approvare la legge costituzionale. In questo momento a me non interessa, e non c'è scritto nella mia relazione di minoranza, affermare, contestare, negare il diritto all'autodeterminazione. Mi interessa contestare l'opportunità politica e istituzionale di questo inserimento, perché è incompatibile con la logica negoziale che questi lavori devono fare. E io sono disposto a scommettere che se il Consiglio Provinciale elaborerà un documento finale rispetto al quale avviare le trattative con Trento e poi con Roma, non vi sarà il riferimento al diritto all'autodeterminazione. Sono disposto, anche se diciamo, è irrituale in una sede come quella della Convenzione, a fare delle scommesse, e vediamo poi che cosa succederà. Vorrei sapere quanti dei sostenitori del diritto di questo riferimento sono disposti a mettere, diciamo, qualche cosa di sostanzioso su questo. Ecco. Grazie della vostra pazienza e della vostra attenzione. Danke, Professor Tognatti. Sie haben recht, also es wird eben dieses Dokument und die Minderheitenberichte werden dem Landtag übergeben, und dann ist die Arbeit des Konvents der 33 damit abgeschlossen. Das heißt, die politischen Verhandlungen, die es auf jeden Fall brauchen wird, die beginnen dann. Das heißt, es wird dann zwischen dem Südtiroler Landtag und dem Trentiner Landtag entsprechend, weiß es nicht,
welche Arbeitsgruppe dann diese Aufgabe übernehmen wird. Es ist sicher eine spannende Herausforderung. Und der nächste Schritt wird dann der Regionalrat sein. Der wird ja dann ein Dokument zusammenzustellen, zu präsentieren haben, das dann nach Rom weitergeleitet wird. Also es ist vollkommen klar und auf jeden Fall werden wir das Dokument, unser Schlussdokument und die Minderheitenberichte natürlich auch nach Trient weiterleiten. Das ist selbstverständlich. Gut, Laura Senesi, bitte. Aber es gibt eigentlich noch Papier von der Wirtschaft. Es gibt ein Minderheitenpapier von Maurizio Vezzali. Nur wenn der Einbringer nicht anwesend ist, dann kann ich ihm auch nicht das Wort geben. Das ist mir nicht zur Kenntnis gebracht und dementsprechend steht nur ihm selbst das Recht zu, sein Papier kurz zu präsentieren, indem er nicht hier ist, ist das auch nicht möglich. Jetzt gebe ich noch kurz die Möglichkeit, wenn jemand noch irgendeine Stellungnahme abgeben möchte, bevor wir dann abschließen. Bitte, Laura Senesi. Ecco, allora, io come avevo detto già l'altra volta, noi come sindacato non avremo, CGIL e CISL e UIL, non avremo presentato un documento di minoranza, una relazione di minoranza, abbiamo mandato però una nota, siamo scritta, in cui diciamo che non condividiamo il documento finale che è uscito, e per noi è stata un'occasione persa per modificare lo statuto con una società che è cambiata rispetto al 72 e cambierà ancora, per cui speriamo che il Consiglio Provinciale, poi il Consiglio Regionale e poi ancora siano un po' più lungimiranti. Alexandra Silvestri. Danke, Herr Präsident. Vielleicht nur zum besseren Verständnis, Claudio Corarati und ich, wir haben heute auch eine Stellungnahme gemacht, die wir dem Konvent bzw. dem Präsidium auch zur Kenntnis geschickt haben. Es ist jetzt kein Minderheitenbericht, sondern es war uns beiden als Vertreter der Wirtschaft einfach wichtig, auch aufzuzeigen, welches die Themen waren, für die wir beide uns hier im Konvent auch eingebracht haben. Themen, die auch im Positionspapier, also im gemeinsamen Abschlussdokument eingeflossen sind, was uns natürlich auch freut, dass sie auch eine breite Basis haben und mitgetragen werden. Es sind die Themen, die eben aufgenommen worden sind, betreffen natürlich in erster Linie die Europäische Union, also ein starkes Bekenntnis zur Europäischen Union, insbesondere auch zur Europaregion, Tirol, Südtirol, Trentino, die Stärkung Südtirols einfach auch als Brückenfunktion zwischen Norden und Süden. Unser Anliegen war es auch, wir sehen das immer auch aus der täglichen Praxis, die Richtlinien der Europäischen Union auch zugeschnitten auf unsere Bedürfnisse hier umsetzen zu dürfen. Das natürlich auch irgendwo davon ausgeht, dass wir autonome Kompetenz in möglichst vielen Bereichen haben. Eine autonome Kompetenz, die es ermöglicht, Südtirol als Grenzland auch im Wettbewerb mit Betrieben aus den benachbarten Ländern bestehen zu können. Autonome Kompetenz, die nicht bedeutet, dass wir uns abschotten, sondern die bedeutet, dass wir wirklich versuchen müssen, im internationalen Wettbewerb auch konkurrenzfähig zu sein. Und natürlich eine weitreichende Finanz- und Steuerautonomie. Wir haben da ja auch in der Arbeitsgruppe mitgearbeitet und unsere Vorschläge diesbezüglich eingebracht. Uns war es einfach wichtig, dass wir diese Themen auch in den Konvent eben einbringen können und diese dann auch aufgenommen worden sind. Danke. Danke, Claudio Corarati. Sì, Alessandra, credo che abbia detto quasi tutto, anzitutto il motivo e il contenuto di questa presa d'atto, una presa d'atto unita dell'economia che raccoglie più di 10 ferbende e rappresenta 58.000 aziende in Alto Adige, per cui un documento che cita i temi già dati indicazione da Alessandra e comunque parla di un Alto Adige aperto e non chiuso, di un Alto Adige plurilingue e di un Alto Adige dove le eccellenze
possano essere valorizzate. Da queste tre cose è chiaro che poi noi abbiamo usato il nostro modo di parlare, quello dell'economia, e si può rapportare su temi che magari hanno creato dissenso e consenso all'interno di questa convenzione, che comunque ha portato in ogni caso la possibilità di rappresentare un'economia unita, e questo credo che sia già un passo molto avanti rispetto magari un po' di tempo fa. Grazie. Sonst noch Edith Plona, bitte. Ja, als Ladinerin, als Mitglied des Forums der 100 und des K33 ist es mir ein Anliegen, dass die Themen der Ladiner zusammengelesen werden, denn sie widersprechen sich nicht. Sie sind ein bisschen anders aufgefasst. Im Dokument des K33 sind eher die verfassungsrechtlichen Bestimmungen, aber dass auch die anderen Ideen, die im Forum der 100 eben entstanden sind, auch zusammengeführt werden können. Jetzt nicht mit dem Dokument, aber einfach als Themen. Weitere Stellungnahmen, Wortmeldungen? Gut, dann sind wir angekommen, wo wir den Auftrag vom Landtag bekommen haben. Wir als Präsidium bedanken uns bei euch allen für die gute Zusammenarbeit, für die gute Mitarbeit. Und es war, ich glaube, für jeden von uns eine wertvolle Zeit, die wir hier für Südtirol und die Menschen eingebracht haben. Und ich bin froh darum, wünsche jetzt allen eine gute Erholung, eine schöne Sommerpause, gute erholsame Ferien und bis spätestens dann im September, Christoph Peratona möchte dann noch was sagen, im September, wenn wir uns dann bei der Präsentation des Papiers und der Minderheitenberichte im Landtag sehen werden. Christoph Peratona, bitte. Ich glaube, es ist obligat von uns allen auch, so hast, werter Präsident, uns allen gedankt, du hast unseren Expertinnen und unseren Experten gedankt, den Übersetzern, den Technikern und allen. Aber ich glaube, wir alle möchten auch ein großes Dankeschön dir und dem gesamten Präsidium aussprechen. Ich glaube, die Hauptaufgabe lag auch bei euch. Ihr habt mit sehr, sehr viel Geduld, alle drei zusammen, dazu beigetragen, dass wie es in meinen Augen wahrgenommen wird, dieser Konvent doch sehr viel Positives, sehr viel Einigendes und sehr viel, was weitergetragen werden wird und in diesem Sinne auch ein Erfolg war, zum Erfolg geworden ist. Ich glaube, ihr habt auch recht gut zusammen harmoniert, nicht nur optisch, bildlich, also du als Hahn im Kopf mit zwei schönen Frauen an deiner Seite. Ich glaube, deine zwei Vizepräsidentinnen haben dich auch gefordert, haben auch mit dir diskutiert, haben auch dazu beigetragen, dass die Dialektik im Präsidium die war, die sie sein sollte. Und auch deswegen ein ganz, ganz großes Dankeschön dir. Ich weiß, wie viel Arbeit dahinter war, der Laura und natürlich auch meiner ladinischen Landsfrau Edith für die große Arbeit. Und ich würde sagen, einen Applaus haben sich unsere drei Spitzenexponenten schon verdient von uns. Applaus